In Libyen greifen die Alliierten weiter Ziele von Machthaber Gaddafi an. Der setzt die Attacken gegen die Rebellen im eigenen Land fort. Zur gleichen Zeit wird über den Einsatz diskutiert. Dabei geht es vor allem um die Frage, wer langfristig das Kommando übernehmen soll. Grelle Blitze erhellen kurz den Himmel über Tripolis, Flugabwehrfeuer des Gaddafi-Regimes. Auch in dieser Nacht versuchen internationale Truppen, wie schon tagsüber, mit Kampfjets, Hubschraubern und Raketen, die Logistik des libyschen Diktators empfindlich zu treffen und zu schwächen. Für die Rebellen bedeutet das erste Erfolge, zumindest für den Moment. Im Osten des Landes gelang es ihnen, Gaddafis Truppen zurückzudrängen, zurück entlang der Küstenstraße in Richtung Tripolis, weg von der Rebellenhochburg Benghazi. Unterwegs überall zerstörtes Kriegsgerät, offenbar ausgebrannt bei Luftangriffen des Westens. Immer wieder sondieren die Aufständischen die Lage rund um die Stadt Abadia, die bis zur Stunde unter Beschuss von Gaddafis Truppen steht. In Benghazi selbst weckt die neue Lage wieder Optimismus und Hoffnung. Die französische Flagge zeigt, wem die Sympathie der Menschen zurzeit gilt. Die Versorgung funktioniert noch. Sie wollen durchhalten, bis der Diktator Gaddafi entmachtet ist. Wir wollen nur, dass der Tyrann endlich aufgibt. Doch genau das ist nicht in Sicht. Einige hundert Kilometer weiter westlich in Tripolis versammelten sich in der letzten Nacht Unterstützer des Regimes. Auf Plakaten kündigten sie an, notfalls im Kampf gegen Gaddafis Feinde in den Tod zu gehen. Wir warten hier auf Sie, Ihre Gräber sind schon geschaufelt. Auch als sogenannte menschliche Schutzschilde sollen diese Männer, Frauen und Kinder wohl dienen. Denn nur Meter entfernt wurden Gebäude des libyschen Militärs getroffen. Gaddafis Zelt blieb dagegen verschont. Ob Gerüchte stimmen, dass ein Sohn des Diktators starb, ist völlig offen. Wie geht es weiter mit den Angriffen auf Libyen? Darüber ist nun Streit entbrannt. Die NATO will den Einsatz führen. Die Franzosen sehen für das Bündnis nur eine unterstützende Rolle. Italien etwa sieht das ganz anders. Das NATO-Mitglied droht damit, seine Stützpunkte bei einem französisch-britischen Alleingang nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Schnell muss sich das Bündnis nun einigen, denn Diktator Gaddafi plant offenbar schon bald, neue bewaffnete Unterstützer in Richtung Benghazi zu schicken.